So, ups, das war das Falsche. So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. From the Mind Test, mein Klon. Der Klon von der Klon. So, let's go. Ich habe auch kein Trinken hier zu stehen, ne? Ich habe heute noch nichts getrunken. Egal. So, wir haben endlich mal unsere Kiste, unsere Kisten, endlich mal ein leeres Inventar. Yay! Das heißt, wir können uns jetzt mal ein bisschen Verpflegung schnappen. Und dann können wir hier, genau, ein bisschen Holz, können wir uns Werkzeuge bauen. Machen wir das jetzt gleich, weil die Werkzeuge, die wir haben, sind schon relativ aufgebraucht. So, das heißt, wir machen uns mal zwei Spitzäxte. So, dann machen wir uns noch zwei Äxte. Und wenn wir gerade schon mal dabei sind, auch noch direkt eine Schaufel. So, da sollten wir soweit alles haben. Und dann können wir uns direkt mal. Alter, wie viele Schafe jetzt die ganze Zeit hier sind. Sechs Stück lungern hier rum, wie als wenn sie nichts Besseres zu tun hätten hier. Ich klatsche euch alle ab, Alter, ich mache euch alle tot hier. Denkst, kannst wegrennen, ne? Wie ist das eigentlich? Jetzt so Intelligenz von Tieren. Wenn ich jetzt so eine Herde habe mit Tieren, also jetzt so hier zum Beispiel, ne? Ich stehe jetzt hier und schlachte ein Tier ab. Ich meine, jetzt abgesehen davon, dass das Viech jetzt anfängt zu schreien und damit die anderen vertreibt, würden die anderen, wenn ich den jetzt hier. Klingt jetzt total makaber. Wenn ich den jetzt erstmal komplett kneble und fessle, sodass er kein Geräusch mehr von sich geben kann, also die anderen nicht mehr verschrecken kann, und ich ihn dann hier vor den anderen umbringe, würden die anderen. Ja, wer hochsteigt, fällt tief. Würden die anderen dann wissen, dass ich sie potenziell umbringen werde? Können Tiere so Zusammenhänge. Nee, ne? Eigentlich nicht. Genau, hier ist die Miete Ding hier, da will ich gleich rein. Was machst du denn da oben? Das ist Eisen. Das ist direkt Eisen. So, Spinnen-Spawner braucht keine Sau. Was geil wäre, wäre so ein Zombie-Spawner. Weil Zombie geben halt Karotten und hier, lach schon. Oh, Alter, zwei Spawner hier. Willst du mich ver. Drei Spawner? Alter, ihr wollt mich verarschen. Und alles nur Spinnspawner. So, da ist meine erste Achse schon mal weg. So, ich versuche mal hier außen rum zu gehen. Alter, wie viele Spawner da auf einem Fleck sind. Das ist doch nicht wahr. So, wir brauchen erstmal Licht. Ich habe keine Fackel mitgenommen. Ich bin ja eine Intelligenzbestie. Warum greift die mich nicht an? Okay, die greift mich an. Oh. Das heißt, Spinnen können mich vergiften. Also das System des Vergiftens an sich funktioniert. Nur das Fleisch kann mich nicht vergiften. Also tut zumindest nicht. Was? Wo denn? Hä? Ich bin verwirrt. Hat die mich gebissen? Die kann doch gar nicht nah genug an mich ran, oder?
Ja, das ist auch ein Spinnspawner. Alter, drei Spinnspawner auf einem Fleck. Das ist doch. Das ist nicht mehr normal. Gut, von der Seite komme ich da nicht ran. Nicht ungefährlich. Vor allem, ich sollte mal langsam erstmal darauf achten, dass meine Herzen wieder voll sind. Mit vergiftetem Fleisch, ne? Nur mit einem Herz dahin gehen, wäre ein bisschen relativ dämlich. Tja, vielleicht wäre es auch mal günstig, mir mal ein bisschen Rüstung anzulegen, ne? So ganz nebenbei so. Ja, überall Kohle. Also hier sind natürlich ganz schön viele Spinnen. Ah, kommt der nächste. Okay, komm, ich schlag jetzt einfach im Weg. Bist ich hier nicht hängen bleiben? Kann ich ganz normal durchlaufen. Was denn da los? So, ich versuche jetzt einfach hier mal Weg zu schlagen. Also einfach mal alle umbringen hier. Wenn die mal herkommen würden vielleicht. Ach, die fallen ja alle rein. Natürlich sind ja dämlich. Ja. Schön an dem Holzding da hängen geblieben. Danke dafür. Hä? Oh. Okay. Ich habe noch nicht in dem Bett geschlafen. Offensichtlich. Muss ich jetzt erstmal wieder dahin rennen. Oh, wird doch gerade dunkel. Also der perfekte Zeitpunkt, um zu schlafen. So. Haben wir direkt wieder ein paar Früchte. Komm mal her. Oh, Alter, ich bin zu schwach, um dieses Berg hochzuspringen. Danke. So, müsste ja da in die Richtung sein. Ja, eben. In welche Richtung ist denn das jetzt so? Müsste in die Richtung sein, oder? Da hinten sehe ich ein paar Berge und ganz viel Wasser. Und ganz viele Bäume. Doch, müsste die richtige Richtung sein, wo ich jetzt hinlaufe. Ich hoffe es. Ja, da hinten, genau, da hinten ist ein Strand. Ja, genau, da sind die ganzen Berge. Jawohl, ja. Sehr gut, sehr gut. Überall haufenweise Kürbisse. Aber keine Wassermelonen. Ach nee, hier ist der Strand. Das heißt, ich muss in die Richtung laufen. Okay. Na, gut, dass ich schon. Gut, dass ich so viel Verpflegung mitgenommen habe. Da können wir die ganze Zeit durchweg rennen. Was bei dem kleinen Viech hier, was hier rumseucht und fleucht, gar nicht mal so schlecht ist. Oh, Spinnen sind hier auch noch natürlich, klar. Wo ist denn das Ding jetzt? Ich hätte da mal ein paar Fackeln hinsetzen sollen, ne? Da ist Wasser. Nee, da war es nicht. Das müsste also in die Richtung sein. Ich bin dezent verwirrt. Er müsste hier irgendwo sein. So, genau, da ist Wasser. Da ist das Dings. Das heißt, müsste da hinten sein. Ja, da sehe ich es auch schon. Nice, so. Oha. Was? Ach, da kann ich Schlaf abbrechen. Ist der blöd? Der kann doch nicht mal wunderschön Schlaf abbrechen. Na gut, ist mir egal. Wir gehen wieder in die Höhle rein. Schau mal, wo der ganze Stuff ist. Oh, direkt mal was essen hier.
Oder ganz anderes Stuff. Unsere ganzen Werkzeuge. Hallo? Ich bin verwirrt. Hä? Wow. Die hat so Pfeile bei mir hier drin, Alter. Schön. Sehr schön. Ja, es ist natürlich, wieso habe ich keine Werkzeuge mehr? Sind die einfach echt gedroppt? Ah, super, muss ich mir jetzt mal Werkzeuge bauen. Da gibt's doch ja nicht. Brauche ich jetzt mal Holz. Ich meine, Steine und Stöcke habe ich ja zum Glück. Aber ich brauche halt erstmal eine Werkbank, ne? Weil ohne Werkbank kann man sich halt nichts craften. Ganz klarer Fall. Ich sollte mir wirklich vielleicht mal Rüstung vornehmen. Könnte vielleicht ein paar Sachen einfacher machen, habe ich so das Gefühl. Der Fisch, der da vorne so rumbounced, ist natürlich auch echt ein Hingucker. So, du bleibst einfach mal hier in der. Ach mal, ich wollte eigentlich hier in die Ecke stellen. Das kriege ich nicht mehr hin. Danke dafür. So, wir brauchen zum Beispiel mal wieder ein Messer. Dann mache ich mir gleich mal zwei. So, dann zwei Äxte, Spitzhacken und zwei Äxte. So, wollen wir noch ein paar Stöcker haben? Mache ich mir gleich mal auch noch eine Schaufel. So, und das sollte erstmal reichen. Aber die fallen da alle schon rein. Sehr gut. Ich mache mal hier ein bisschen sauber. Das Problem ist halt, ich komme da hinten nicht hin, ne? Genau, die lauern da jetzt alles. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehen würde. Komm ich da. Ja, klaro. Hey, wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Ach, in einem Spinnnetz. Einmal in Ruhe hier arbeiten können. Wo muss ich jetzt lang? Da. Da habe ich mir wieder alle Werkzeuge selber bauen, weil wieder alles weg ist. Schlafen gehen kann ich auch nicht. Dafür ist es zu dunkel. Also, dafür sind an der Stelle da zu viele Monster. Weil die spawnen wie nix. Aber wie schnell kommen die denn da bitte alle? Ne, du, funktioniert nicht. Okay, ich muss erstmal, keine Ahnung, was machen. Erstmal die Monster, die ganzen Monster da weglocken. Was eh nicht allzu viel bringt. Wichtig ist dieses Skelett da. Ah, ne, da hinten ist so dieser Enderman. Wobei der Enderman sollte mir eigentlich nichts tun. Solange ich ihn nicht angreife. Problem ist halt wirklich eher das Skelett. So. Das sieht gut aus. Weil das halt schön an diesen Enderman. Die Enderman, die tun dir halt nichts. Solange wie du dir nichts tust. Oh, viele Stöcke habe ich jetzt im Rücken. Ach, geht ja noch. In der Hand habe ich auch ein paar. Läuft. So. Ich muss halt und diese Spinnung für ein bisschen loswerden, ne? Das mit den Spinnen ist halt eine Katastrophe gerade hier. Vor allem, weil mein ganzer Stuff natürlich da unten ist. Ja, der ganze Stuff ist komplett weg. Das heißt, ich brauche eine neue Axt. Also brauche ich. Funktioniert nicht. Kann ich 1 zu 1 vergessen. Okay, das heißt, das da unten ist jetzt mir erstmal scheißegal. Was ich erstmal brauche, ist Holz.
Holz habe ich, Steine. Das heißt, wir erstmal wieder komplett von vorne anfangen, hier mit neuen Stuff suchen. Halt die ganzen Endermänner. Was denn da schon wieder los hier? Wieso spawnen so viele Tiere? So, wir brauchen Holzstäbe. Wir brauchen erstmal, ja, wir brauchen wieder alles. Ich habe keine Steine hier. Sehr geil. Ich will sterben. Okay, das heißt, wir müssen ganz von vorne anfangen. Wir brauchen erstmal Holzwerkzeuge. So. So. Kann ich den überhaupt mit so Werkzeug umbringen? Nee, ne? Ja, kann ich. Sehr gut. So. Brauche ich erstmal Steine. Das zieht sich hier alles so hin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, ich meine, letztendlich zum Glück haben wir unten nur diese drei Eisen da verloren, die wir da gesammelt haben. Also viel verloren haben wir jetzt unten noch nichts. Aber ich muss halt gucken, wie wir diesen Spinnspawner da abgebaut bekommen. Ja, wo bist du denn jetzt? Da. Her damit. Und weg damit. Was ist denn das hier? Dahin. So. Das heißt, wir werden jetzt, uns jetzt erstmal hier ein paar Spitzhacken bauen. Und dann immer eine Spitzhacke mitnehmen, mit der Spitzhacke runtergehen und dann so oft runtergehen und dann sterben, bis wir das Ding abgebaut bekommen haben. Das war falsch. Egal, können wir auch gebrauchen irgendwann. Und dann so lange das versuchen, bis wir es einmal geschafft haben. Ne? Und dann können wir jedes Mal maximal eine Spitzhacke verlieren und dann ist gut. So, jetzt gehe ich immer mit einer Spitzhacke runter. Und das halt so lange, bis wir gewonnen haben. Easy. Wenn unten halt so viele Kackspins spawnen, kann ich halt auch nichts für. Ich bin der schnellste Mensch auf Erden. Hä, ich kann nicht mal geradeaus laufen. Ich werde ins Spinnnetz gezogen. Yay! Geil. Das ging ja einfacher als gedacht. Cool. So, das heißt, jetzt kann ich, was denn jetzt eigentlich? Gut, jetzt habe ich noch 12 Reserve, geil. Das heißt, dann können wir jetzt da die ganzen Spinnen, die jetzt schon da sind, brauchen wir mal Schwert, besiegen und töten. Weil das Problem ist halt, du konntest sie halt auch nicht alle töten, weil die halt schneller gespawnt sind, als du sie halt erledigen konntest, ne? Von daher musst du erstmal den Spinnspawner da loswerden, damit du da unten überhaupt eine Chance hast, da irgendwie aufräumen zu können. Bisschen dumm, aber ist halt so. Hier sind schon wieder 5000 Schafe. Naja, 3. Geht einigermaßen. Ach Mann, Alter. Immer dieses Runterspringen hier. So. Kann es sein, dass diese grünen Perlen, die da überall rumliegen. Wenn ich die, da, die Perlen, ne, die da über, da so rumfliegen, dass mich die auch vergiften können, als wenn die Spinnen selber schon längst tot sind. Da, hier seht ihr die Herzen. Die folgen mir auch, kann das sein? Ist ja interessant. Okay. So, Problem ist halt, ich habe auch keine Fackeln mehr.
Aber dadurch, dass die Spinnen jetzt hier weg sind, kann ich ja zumindest hier erstmal ordentlich wieder arbeiten. So, das heißt, wir nehmen uns mal hier ein bisschen Holz. Achso, ich habe gar keine Axt. Also Spitzhacke. Ich kann hier gar keine Kohle abbauen. Ja. Das heißt, diese roten, diese grünen Kugeln, die sie immer liegen lassen oder verschießen oder wie der Geier wart, die sind tatsächlich auch giftig, selbst wenn das Viech selber schon tot ist. Eisen! Diamanten. Gut. Okay, gehen wir erstmal wieder hoch. Ich brauche eine Axt. Also eine Spitzhacke. Ohne der wird nichts. So, hier kommen wir hoffentlich nicht hoch. Ne, hier kann ich nicht hoch. Ich dachte, ich könnte hochklettern an dem Zeug. Aber dem ist leider nicht so. Wow, droppt einfach nur. Na gut, dann bauen wir das Zeug hier mal ab. Damit ich mich dann hier hochbauen kann. So. Danke, danke. Das kommt nach da. Dann packen wir dich da und dahin. Danke. So. Den Weg. Ich kann halt hier nicht mal Steine abbauen. Weil ich keine Axt dabei habe. Spitzhacke. Na gut, dann kommst du mal mit. Du kommst mit. Okay, du bist Stein. So. Dann machen wir es so. Gut, dann nehme ich mal meine Axt. Spitzhacke. Goddammit. Lalalala. So, ihr kommt da mal rein. Axt. Ich sag jedes Mal Axt, ne? Da kannst du machen, was du willst. So. Ich habe ein halbes Herz noch. Wow. Ja, das ganze Gammelfleisch ist natürlich auch alles weg. Hatte ich ja alles dabei gehabt. Ja. Weißt du was? Dann lasse ich die Höhle da unten erstmal Höhle sein. Und wir fangen jetzt endlich mal an hier mit den Feldern. Das heißt, ich werde mal. Genau, hier ist eine schöne Gegend. Hier kann ich schön ein Feld anlegen. So viele Samen haben wir doch gar nicht. Schade eigentlich. Ja, das war's schon. Wow. Aber wir haben noch eine Kartoffel. Können wir die auch gleich mal anbauen? Leider haben wir noch keine, sag schon, keine Mohrrüben. Und wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwo. Ne, ich mein, da waren jetzt drei Spinnspawner. Warum gibt es nicht mal irgendwie. Sag schon. Ein Zombie-Spawner. Das wäre halt geil. Und damit haben wir ausgesorgt. Können wir ganz viele. Können ja die ganzen Endermänner hier mal verschwinden? Ich meine, die machen hier zum Glück scheinbar nichts kaputt, wie es aussieht. Aber nerven tun sie trotzdem. So, holen wir hier mal den Baum weg. Haben wir eine. Erlebt. Wir haben ja alle Werkzeuge verloren. Wir brauchen ganz viel Stein. Weißt du was? Wir haben noch Eisen gefunden. Brauchen wir das Eisen? Damit könnten wir uns doch einen Eimer bauen, ne? Und dann zum Beispiel die Lava holen. Den macht keinen Sinn. Brauchen wir noch nicht. Gut, wir brauchen erstmal, ja, Steinwerkzeuge. Also es wird schon wieder dunkel, ne? So und so. Axt Nummer 1, Axt Nummer 2, Axt Nummer 3 und Axt Nummer 4. So. Beziehungsweise eine können wir gleich mitnehmen. Dann können wir. Ach, ich habe. Nee, was? Doch, ich hatte noch eine. Aber jetzt haben wir zwei Reserve.
Aber drei, ey, wow, wir haben sogar drei. Ja, gut, ich packe sie mal hier unten hin, damit wir die immer gleich im Sichtfeld haben. Damit ich hier nicht alles 50 Mal baue. So, da kommst du mal weg hier. Sehr schön. Alter, ist richtiger Suicide-Berg hier, kann das sein? Die fallen da ja runter, wie als wenn es, weiß nicht, Spaß macht oder so. So, machen wir hier einen Baum, da einen Baum, hier so einen Baum und dann noch da einen Baum. So, aber hier ein paar Bäume auf Halde. Das passt doch. So, und dann bauen wir uns jetzt endlich mal. Haben wir jetzt ein paar. Ne, wir haben immer noch keine Steine. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, den Berg hier abzutragen. Aber. Obwohl, wir können hier gleich unser Haus bauen. Ja, wobei, da müsst ihr den gesamten Berg abtragen. Und darauf habe ich jetzt recht keinen Bock. Weil hier so ein riesiges Loch einzuschlagen, sieht halt kacke aus. Wenn wir mal ehrlich sind. Habe ich hier noch andere Sachen, wo ich auch was abbauen kann? Nee, ne? Was ist mit dem los? Der zuckt hier so rum. Ich gehe mal da hinter den Berg und guck mal, ob ich hinter dem Berg da eine schöne Stelle finde, wo ich den aushöhlen kann. Ein bisschen. Boah, auch ganz viel Kies. Hier so zum Beispiel, ne? Hier kann ich einfach ein bisschen reinbauen. Dann passt das doch. Da fällt es nicht weiter auf. Denn wir brauchen ganz viele Steine. Erstens, damit wir uns wieder der Werkzeuge bauen können. Und zweitens, will ich mir jetzt auch endlich mal einen Ofen bauen. Damit wir endlich mal gucken können, was wir mit dem, sag schon, hier mit dem Kupfer auf sich hat. So, sollte reichen. Aber 42. Verlieren wir eh wieder. Was? Ah, da ist mal das Fleisch. Alter, wir haben halt ein halbes Herz. Wir müssen eigentlich auch mal wieder auf so eine Fleischreise gehen. Mal gucken, wo hier Fischer sterben. Da müssen wir mal wieder ein bisschen. Hier so zum Beispiel, ne? Unser ganzes schönes, gutes Gammelfleisch ist alles weg. Ich glaub das nicht. Wow, es ist ja schon komplett gewachsen. Das ging ja schnell. Das ging ja sehr schnell hier. Alter, wie schnell ist denn das bitte? Holy moly. Okay, bin beeindruckt. Viermal Kartoffel. Bin noch mehr beeindruckt. Das war ja gar nicht mal so schlecht. Die Ho ist nicht da. Wo ist denn die Ho schon wieder hin? Da ist sie ja. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Zu viel Ballast. Alles weg hier. Naja, kriegst du ja Verstopfung, kriegst du da ja. So, können wir mal hier das Feld ein bisschen weiter bauen. Brauchen wir scheinbar doch schneller als gedacht. So. Na komm, wir haben Nacht. Die Sonne ist doch schon fast unten. Geht doch. Heieiei. Prösterchen. So, fällt sieht gut aus.
Dann bauen wir jetzt endlich mal einen Ofen. So, Dankeschön. Heißes Eisen. Ja, für Eisen fehlt noch ein bisschen. Ich meine, gut, wir haben Eisen. Da. Aber ich will erstmal hier mit dem. Achso, Kohle brauchen wir auch. So. Mal gucken, was wir damit so machen können. Einmal Kohle, ganz viel Kupfer. Da bin ich mal gespannt, du. Wie ein Flitzebogen. So, da haben wir unsere ersten Kupferbarren. Und wir können damit bauen. Bevel. Okay. Das ist ja was Neues. Das Oh, was ist denn das hier? Wow! So viele Fälle, wie wir haben? Na gut, 11 ist es nicht so viel. Kann man denn, wie kann man denn, kann man denn, wie, was braucht man denn dafür? Gar nichts? Ach ja, stimmt, der Pfeile kann man ja nur sammeln, ne? Pfeile kann man ja gar nicht craften, ist ja Kacke. Schwarzes Beton. Ja, aber mit Kupfer, was können wir jetzt mit Kupfer machen? Oh, wir können das auch schon mal. Ja, klar, stimmt, da haben wir alles, was wir brauchen. Kupfer. Hä, kann man mit Kupfer überhaupt nichts machen? Kupfer? Wow, wir können einen Kupferblock daraus machen. Are you kidding me? Ach so, nein, nee, halt. Wir sehen ja nur die Rezepte, wenn wir alle Materialien haben. Das heißt, dass es noch sein können, dass uns noch andere Materialien fehlen, um zu sehen, was wir damit so alles machen können. Naja, gut, dann schmeißen wir es erstmal zurück, weil auf Kupferbarren, auf Kupferblöcke habe ich erstmal keinen Bock. Wozu? Braucht keine Sau. Oha, ein Riesenbaum. Ja. So, wir brauchen unsere Axt. Weg da, weg da. Wo ist denn die Axt? Da ist die Axt. So. Let's go. Da können wir endlich mal anfangen mit dem Haus bauen, ne? Haben wir ja ein bisschen Holz mittlerweile. Dann passt das Ganze ja. Der Baum ist definitiv zu groß. Scheiß ich mal da. Wow, ein Block hätte gereicht. Naja. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Äpfel. Uhu. So, dann pflanzen wir gleich mal die nächsten Bäume ein. Nee, da waren die mal nicht. So, wie viel Holz haben wir denn jetzt? Wir haben mehr als ein Stack. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir können uns langsam mal hier auskundschaften, wo wir unser Haus platzieren wollen. Ich würde tatsächlich sogar fast in dieser Gegend hier machen. Denn das ist so ein bisschen von den Bergen eingezäunt. Ja, doch, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Diese Schafe, ne? Die gehen mich hier gerade schon echt. Also, da ist auch schon wieder eins. Also die Schafe habe ich mittlerweile echt gefressen, ne? Das ist ja hier. Das sind auch schon wieder zwei. Das ist doch nicht wahr, das ist doch nicht euer Ernst hier. Leckt mich. Kein Bock. Ihr seid so wenig wert. Ihr seid es nicht mal wert, dahin zu laufen. Warum glüht denn der? Der ist rot. Was ist mit dem los?
Es wird besonders besonderer, was auch immer. So, wie sieht es verpflegungsmäßig aus? Wir haben mittlerweile ein bisschen Wood in the house. Wir können auch noch mehr Wood machen. Da bringt jetzt nicht so viel. Schade eigentlich. Wood. War das so? Ja, genau. Okay. So. Okay, dann sind wir wieder voll. Sehr gut. Wow, die Herzen sind ja gerade richtig hochgerast. So. Was will ich jetzt eigentlich da? Ich wollte schon wieder in diese Höhle da reingehen, ne? Wir wollten doch hier bauen. Ich schon wieder. Hab ich die ganze Holz rausgepackt hier natürlich. Dich brauchen wir, dich brauchen wir und dich brauchen wir. So. Haus. Die Frage ist, was bauen wir für ein Haus? Ich würde tatsächlich ein Haus gerne bauen, was ein bisschen größer ist. Ein bisschen aus Glas besteht. Vielleicht wäre es doch günstiger, hier so zu bauen. Hier habe ich einen besseren Meerblick. Oder wir gehen sogar. Hier ist schon wieder so ein großer Baum. Wir sagen sogar, dass wir hier das Haus bauen. Ja, hier haben wir relativ große, ebene Fläche. Oder wir bauen unser Haus doch hier und machen das Feld hier so lang. Bauen wir hier das Haus? Ich weiß halt auch noch nicht genau, was für ein Haus mir da wirklich vorschwebt. Obwohl doch eigentlich schon. Okay. Das heißt, die Bäume hier müssen wieder weg. Ah. Was habe ich hier schon wieder so einen Mammutbaum? So, kann ich darauf springen? Nee, ne? Doch, kann ich. Sehr gut. Gucken, ob das reicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum sollte es auch? Oh wow, der Raum ist jetzt natürlich besonders hoch. Und schon ist es zu Ende. Ich krieg die Krise. Wie du es machst, machst du es falsch. Keine Chance. So, ich würde gerne. Jetzt wächst das Zeug gar nicht. Gerade eben ist es super schnell gewachsen, jetzt wächst es gar nicht. Du kriegst bei dem Spiel echt zu viel. So, ich würde gerne mein Haus bauen. Am besten, ja, können wir eigentlich direkt hier so bauen. So, wie groß machen wir das? Also sollte wieder symmetrisch sein. Das heißt, ja, let's go. Ach so, siehst du, ich kann ja wieder so eine sektorweise bauen. 3, 4, 5, 6, bumm, ungefähr so weg damit dir. Ich mache das Ganze mal, ja doch, so 2 breit. Was ist mit dir los? Vielleicht auch 3 breit. Denn wäre es aber günstiger, wenn ich es 3 breit mache, doch noch ein bisschen die Richtung hier zu verschieben. Also zum Beispiel so hier. Meine Fresse, was ist denn hier los? Da sollst du hin. Meine Güte. Da kriegst du ja schon wieder, sag ich lieber nicht. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bam. So. Das sieht so gut aus. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. So, da können wir nämlich hier noch weiterbauen und dann so eine schöne Stufe im Haus haben. Verstehst du, wie ich meine? Nicht? Macht nichts. Ich auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. 1, 2, 3, 4 und was. So, sieht gut aus. So, und dann kommt nämlich hier 1, 2, 3, 1, 2, 1, Page Fault. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau in die Ecke. Verpasst doch. Bam. 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 So. Wir können jetzt das Haus sogar noch größer bauen. Oder? Reicht es so aus von der Grundfläche her? Doch, das reicht aus. Wir können es ja in die Höhe bauen. Machen wir ein zweistöckiges Haus oder so, keine Ahnung. Ja, YOLO. So, hier vorne das Ding mache ich komplett aus Glas. Ja, damit da erst gar keine Fragen aufkommen. Ich möchte den perfekten Meeresausblick haben. Und die hintere Hälfte, die mache ich dann halt klassisch, sodass man da drin auch im Dunkeln ordentlich schlafen kann. So, das heißt, wir brauchen Stein und Glas. Für Glas brauchen wir Sand. Für Sand brauchen wir eine Schippe. Eine Schippe haben wir nicht mehr. Dann muss ich mir mal eine bauen. Also, ihr kommt erstmal weg. Ich brauche ganz viel Sand. Nein, da. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Sehr nice. So, den Sand kaufe ich am besten da hinten ab. Also hier, hinter dem Berg, meine ich jetzt so. Da, wo man es am wenigsten sieht von uns aus. Ja, hier sieht es doch super aus. Kann man doch ordentlich klauen. Hier wird doch nie jemand drauf kommen, dass wir das waren. Wenn hier einfach mal alles fehlt. Achso, das habe ich hier natürlich immer dieses Wassergefälle drinnen, ne? Das ist natürlich Kacke. Dann mache ich hier mal. So. Nein, mein erster Schritt ist weg. Das gibt's doch gar nicht. Oh, Kies haben wir auch noch. Eine Menge. So viel Rohstoffe hier. Holy moly. Da war auch mal direkt ein bisschen Feuerstein. Also dafür, dass es Steinwerkzeuge sind, ist die Schippe echt schnell. Also, ich will gar nicht wissen, wie schnell es hier wäre mit einer Diamantschippe. Da würdest du ja alles innerhalb von einer Sekunde abgegraben haben, mit den gesamten Strandquellen weg. Na, sieht gut aus hier. So, wo ist das Wasser? Das Wasser ist. Da habe ich noch ein bisschen Platz. Und dann richtig schön einmal sauber. Oh. Danke. Danke.
gar nicht mal so schlecht. Oh. Wird das schon wieder dunkel hier? Aber lass doch mal vorbei. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Feierabend jetzt hier. Apropos Gewalt. Ist was? Dankeschön. Psst. Oder irgendwie so. Ist immer noch nicht gewachsen. Danke dafür. So, jetzt haben wir ganz viel Sand. Den schmeiße ich jetzt mal direkt in den Ofen. Wie viel haben wir? 3 Stacks. 4 Stacks. Holy moly. So viel Kohle haben wir gar nicht. Obwohl wir haben ordentlich Kohle. Kann man schon sehen lassen. So, wie viel? Achso, ich sage, ich mache mal nur einen rein. Mal gucken, wie viel Sand wir mit einem Stück Kohle bekommen. Genau, wir haben jetzt diese Glasdinger und aus denen mache ich dann aber diese diese dünnen Dinger da. Wisst ihr schon. Die Frage ist, wie viel brauchen wir? Ich will hier, Freunde, komplett verglast haben als einen großen Raum. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Seiten, wenn ich hier einmal so als U rumgehe. So, das heißt, wir haben 5 Flächen mit jeweils 36, ne, 6 mal 6 Glas. Das heißt, 5 mal 36 sind genau 180 Glas brauchen wir. Aber wichtig, diese Glaspanels. Das heißt, jetzt die Frage, wie war die Umrechnung von Glasblöcke auf Glaspanel? Kann mir das mal jemand hier... Okay, wir gucken mal 8 Stück raus. Ist also eine gerade durch 8 teilbare Zahl. So, wenn wir hier 6, ne? Genau, 6 zu 16. Das ist ja eine blöde Umrechnung. Also versuchen wir das mal zu vereinfachen. 6 zu 16 ist das gleiche wie 3 zu 8. Bringt mich auch nicht viel weiter. 180 durch 8, das sind... Habe ich gerade Bock zu rechnen? Nicht wirklich, ne? Na, sagen wir mal 24. Nein. La 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 la. 67 brauchen wir. Okay, also ein Stack. Na, das passt doch. Easy. Da haben wir schon wieder mehr als genug Sand. Guck mal da hinten. Was ist denn hier passiert? Die stürzen sich hier an, dort von den Bergen. Ist doch, Alter, ist doch hier nicht mehr. Ist doch nicht mehr. Guck mal, da. Guck, da. Was? Weißt du, dieser Berg ist genau wie meine Karriereleiter. Es geht nur in eine Richtung. Aber sowas von du. Guck mal, also hoch kann auf keinen Fall. Das heißt, er kann nur immer weiter runterfallen. Er hat ja keine andere Möglichkeit. Du bist verloren. Du bist verloren. Ja, sehr geil. So, wir haben schon 14. Dauert noch ein bisschen. Können wir währenddessen schon was anderes machen hier? Mal gucken. Wir haben Bäume pflanzen, will ich noch nicht, weil ich nicht genau weiß, wo. Obwohl, hier könnten wir schon viele Bäume jetzt pflanzen. Das Feld muss hier wieder weg. Das ist leider. Ja. Verlorener Posten. Also zumindest die letzte Reihe hier. Die kommt auf jeden Fall weg. Danke dafür. Wow, guck mal hier unten. Das grab ich komplett ab. So viel Kies, Alter. Holy shit. Das grab ich gleich komplett ab. Weil ich meine, wir wollen ja sowieso wahrscheinlich noch einen Keller reinziehen. Das heißt, in die Richtung müssen wir sowieso weggraben. Aber vor allen Dingen auch für Schotter hier. Guck mal, wie viel das ist. Alter, was ist das für eine... Es ist ja hier... Boah. Kann sein, dass hier so richtiger Schotterboden am gesamten Strand ist? Weil ist hier... Guck mal, hier ist jetzt genau... Hier ist jetzt richtig Stein. Das heißt, es scheint wirklich wie so eine richtige Schicht zu sein.
Digga. Was soll ich mit so viel Schotter? Ich meine, schön, dass wir es relativ schnell abgebockt bekommen. Aber wir bauen gerade ganz viel davon ab. Aber ich glaube, das reicht. Ich baue mich jetzt hier noch einmal hoch. Irgendwo. Hier zum Beispiel. So. Und das reicht dann. Dann machen wir hier wieder alles mit schön mit Sand dicht. Damit da unten auch schon Monster spawnen können. Ja, wir wollen ja tierlieb bleiben. Ich könnte natürlich auch ein paar Fackeln unten hinbauen. Das mache ich am besten mal. Alter. Ja, nice. Siehste, selbst ein Veganer würde hier an Fleisch kommen. Ah, wie schön, Alter. Nicey dicey. Fackeln. Da. Ja, klar. Dann natürlich schön da oben hier weg. So, wie sieht's hier aus? Wir bräuchten 67. Ne? Das heißt, wir haben 64, also brauchen wir noch 6 mehr. 1, 2, 3, 4, meine ich doch. Das haben wir nämlich 68. Dann brauchen wir auch noch einmal Kohle mehr. Ja, wow, klar. Nimm von da weg. Hä? Ach Quatsch, die Kohle reicht doch. Ich schon wieder. Ja, reicht. So, machen wir hier eine Fackel hin, da eine Fackel hin, da eine Fackel. Hier eine Fackel. Und dann packen wir hier noch eine rein. Dann sollten jetzt hier keine Monster mehr spawnen. Selbst wenn wir es hier dicht machen. Weil ich habe da keinen Bock, dass man da andauernd dieses Gestöhne gehört. Ich meine, früher oder später machen wir es eh wieder auf, weil wir da einen Keller reinziehen. Also, ne? Aber jetzt erstmal soll er unten Ruhe sein. So. Passt doch. Ja, ob wir das Feld hier lassen, müssen wir gucken. Ich lasse es jetzt erstmal, lasse ich es. Und wenn dann das Haus fertig ist und wir dann da hinten das Beet irgendwann haben, gucken wir, ob wir es bis hier vorne verlängert lassen oder ob wir hier vorne das wieder wegmachen. Weil ich würde schon gerne hier einen ordentlichen Ausblick haben. Die Frage ist auch, ob ich den Boden hier rauf baue oder den Boden, also ob ich quasi den Boden auf der Ebene lasse, dass wir hier auf der Ebene gucken. Oder ob ich hier einen Steinboden drauf packe, sodass wir quasi auf der Ebene gucken. Wisst ihr, wie ich meine? Na, du bist tot, du darfst hier bleiben. Ich glaube fast, ich baue hier Boden drauf. Ja, das klingt geil. So, das heißt, wir brauchen ganz viele. Ja, eben, aus welchem Material machen wir den Boden eigentlich? Weil den Rand hier mache ich natürlich aus Bricks, ganz klar. Aber den Boden selber mache ich den auch aus Stein? Ich sage mal ja. Wie sieht denn der Kobbel aus? Nee, der Kobbel sieht mir zu hässlich aus. Na, gucken wir mal, was wir hier so alles für Möglichkeiten haben. Nee, Cleanstone sieht auch langweilig aus als Fußboden. Holz ist halt auch so. Ja, nee. Lass mal nicht machen. Ich hätte gerne schon irgendwie. Ich mach mal ein bisschen Cleanstone. Und dann gucke ich mal, was man so aus Cleanstone so machen kann. Nein, bitte reicht noch, bitte. Muss wenigstens für einen reichen. War doch klar, Alter. Willst du mich eigentlich. Ach komm, nö, dann nicht. Nö, dann nicht, dann bin ich jetzt hier, ne? Nö. Tschüss. Ey, muss ich eine ganze scheiß Kohle verbrauchen, nur für ein so ein Cleanstone-Ding. Willst du mich eigentlich rollen? Gibt's doch ja nicht. Zum Kotzen. So, alles deine Schuld hier. Nein, du bist unschuldig. Dachtest du, hä? Aggression hier. Oh, das sieht auch schon mal relativ gut aus. Mittlerweile fast alles fertig. Wieso habe ich eine gelbe Blume? Okay. So, Cleanstone, her damit. Können wir mal gucken, was wir damit jetzt machen können. Cleanstone.
So, genau, das würde ich gerne als Außenrand nehmen, wobei das ganz schön dunkel aussieht. Dann können wir das hier als Fußboden nehmen. Zur Not. Aber das sieht mir echt extrem dunkel aus. Warum ist das so scheiße dunkel? Gibt es noch andere Alternativen? Nö. Gut, dann machen wir mal so raus, du raus. Ihr kommt noch mal rein. Für die Wissenschaft. Wir werden ganz viel Kohle brauchen. Weil Blätter kann man ja leider nicht verbrennen, ne? So. Was kann man denn daraus machen? Scheinbar nichts weiter. Was denn das hier? Smoker benutzt Brennstoff, um Dinge zu schmelzen oder zu kochen. Ist das gleiche wie das hier. Zu schmelzen oder zu kochen? Zu schmelzen oder zu kochen? Was ist denn der Unterschied bei den... Okay, hier müssen wir mal... hier gibt es viele, viele neue Sachen gibt es hier. Das werden wir mal richtig schön ausprobieren müssen. Ja. Gut, das heißt, ich wird schon wieder dunkel, ne? Nee, noch nicht. Achso, weil die Flamme hier rausgegangen ist. Okay. Dann würde ich mal sagen, ja, fangen wir in der nächsten Folge an, um die Steine zu brennen. Müssen wir aber erstmal wieder ganz viele Steine abbauen, damit wir dann hier unseren Fußball machen können. Okay. Das ist natürlich heftig. Bis dann.